Ich begrüße Sie alle recht herzlich. Ich freue mich insbesondere, dass der Oberbürgermeister heute hier ist. Unser Herr Hebbel als Aufsichtsratsvorsitzender und der Herr Schiefer. Aber noch wichtiger fast ist, wo sind Sie? Genau, dass die zukünftigen Nutzer hier präsent sind und gleich auch zeigen, wozu das alles gut ist, was wir hier bauen. Besonders begrüßen möchte ich auch Frau Kopperschmidt. Frau Kopperschmidt ist die Planerin unserer gesamten Grünanlagen. Frau Kopperschmidt, bald geht es im Ende zu. So kleine Stücke haben wir noch, aber Ihnen schon mal herzlichen Dank auch hier für die gesamte Maßnahme. Und der Planer von der Anlage selber, der Herr Meier. Genau, da ist er. Also Spezialisten waren auch mit hier am Werke und haben geholfen, dass es eine gute Anlage wird. Und die ist natürlich durch die Firma Werker und Leben wunderbar errichtet worden. Genau, dass wir auch hier ein zufriedenstellendes Ergebnis bekommen haben. Und last but not least, das Ganze ist natürlich ein wichtiges Projekt der Stadt Leverkusen. Und der Herr Schmitz und der Herr Hammer sind zukünftig zuständig für diese Anlage. Und irgendwie, er hat schon ein wunderbares Zitat gesagt. Nein, ich habe gesagt, das ist eine ganz tolle Sache, weil wir gerade für Jugendliche unser Angebot verstärken müssen. Wir haben zwar fast 130 Kinderspielplätze, aber im Grunde genommen hören ja die Nutzergruppen bei den Kinderspielplätzen mit 12, 13, maximal 14 auf. Und gerade in dem Segment zwischen 14 und 18 muss ein Angebot geschaffen werden, um den Jugendlichen eine Chance zu geben, sich zu bewegen, sich auszutoben. Und da muss man auch auf Trendsportarten eingehen. Wir haben uns eben kurz unterhalten. Hier kann ich so viel Krach machen, wie ich will. Ich bin weit ab von jeder Wohnbebauung. Ich muss also nicht Bürgerproteste, Sonntags, Samstags, wie auch immer, aushalten können. Und das hat eine bessere Stelle als hier, kann es gar nicht geben. So einen Standort haben wir in der Stadt bisher noch nirgendwo leisten können. Das geht nur in Verbindung mit der Bahnstadt. Deshalb freuen wir uns schon auf so eine tolle Anlage zu benutzen. Ja, der Herr Richard, jetzt auch Mitglied unseres Aufsichtsrates als Oberbürgermeister, würde das gerne noch mal ergänzen, weil ich glaube, das ist so ein Baustein in dem gesamten Konstrukt. Mach ich gerne, Frau Rott. Es ist schön, morgen zu bleiben. Guten Morgen, Herr Hebbel. Ich finde das unheimlich schön, dass das hier an der Stelle gerade geklappt hat. Frau Rottes hatte schon gesagt, passiert ja auch einiges noch in den nächsten Jahren. Und das finde ich eine schöne Ergänzung auch. Also es ist ja nicht nur ein Campus, der entsteht, sondern ein Wohnquartier. Ein Wohnquartier mit vielen jungen Menschen auch. Und ich weiß das von meinem Sohn, Skaten, da ist man, glaube ich, nie zu alt für. Ich denke auch, dass wir viele Studenten haben, die hier weiter auch noch skaten und auch noch mit ihren Bikes hier rumfahren. Herr Schmitz hat es schon gesagt, wir haben ja oft Probleme im Stadtgebiet. Ich war ja vorher sehr intensiv auch Lokalpolitiker. Wir haben immer Probleme gerade mit Kinderspielplätzen und Lärmbelästigung. Und ich habe ja das beste Beispiel bei mir im Stadtteil. Wir haben einen Spielplatz doch, der ist fast 30 Jahre betrieben, der muss jetzt zugemacht werden. Kann man nicht vermitteln. Deshalb ist das umso wichtiger, umso schöner. Und dann auch mit so Trendsportarten, die auch wirklich auch eine lange Zeit Menschen begleiten, hier an dieser Stelle zu installieren. Und dieser hervorragenden Qualität, 6 Monate Bauzeit, etliche 1.000 Euro hat das gekostet. Bin froh mit einer Beleuchtung, das heißt auch in den Abendstunden, das ist wichtig. Das geht ja um Aufenthaltsqualität noch für Jugendlichen, das hört eben nicht bei Dunkelheit auf. Und deshalb begrüße ich das sehr und freue mich auf die Zukunft. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Herr Richrath. Genau, Stefan Karl steht da. Einer hat die ganze Planung hier intensiv begleitet. Nicht nur die Planung, sondern auch die Bauausführung. Dafür steht Stefan Karl, der auch mit Ihnen ja immer wieder die Gespräche geführt hat. Und Stefan Karl hat dann auch unsere Gäste eingeladen, die du vielleicht mal eben vorstellst, die vielleicht auch hier gleich eine kleine Vorführung starten werden. Ja, kann ich gerne machen. Also vielleicht nochmal, der Planungsablauf hier gestaltete sich so, dass wir an dieser Stelle schon dieses multifunktionale Sportstadion hier vorgesehen hatten, aber während der Planungsphase dann der Wunsch an uns herangetragen wurde, hier auch was für die Skater zu tun, weil eine Anlage an der Bismarckstraße nicht mehr benutzt werden konnte. Und dann haben wir zusammen mit dem Sportpark und der Stadt Kontakt mit dem hiesigen Skateverein aufgenommen und gemeinsam mit denen dann dieses Konzept hier entwickelt, konnten zum Glück auch sofort den Herrn Meier dazu gewinnen als Fachmann für diese Betonlandschaften. Und so ist eigentlich noch während der Planungsphase diese Skateanlage hier um dieses Stadion rum drapiert worden. Sieht man jetzt nicht mehr. Von daher, glaube ich, haben alle da sehr gut zusammengearbeitet. Und das war uns wichtig, mit dem Skateverein hier auch einen Ansprechpartner zu haben, die ein bisschen auch ein Auge auf die Anlage werfen werden. Die wollen also hier auch später regelmäßig gucken, wenn hier irgendwo Verschmutzungen sind, diese beseitigen, kriegen dafür auch ein paar
so einen kleinen Verstauraum, wo man mal einen Besen und einen Handfeger auch reintun kann. Also wir hoffen, dass das mit dem Verein zusammen hier funktioniert und sind eben auch vielen Wünschen nachgekommen, unter anderem auch, dass es beleuchtet wird. Und deshalb glaube ich einfach, dass die Anlage sehr gut akzeptiert wird und wir freuen uns, dass sie jetzt auch endlich aufgemacht wird, denn schon während der Bauzeit war hier immer rege Nachfrage. Wir haben die Bauzäune kaum noch zugehalten, deshalb war es wichtig, jetzt vor Weihnachten hier noch ein Geschenk zu verteilen und zu sagen, ab jetzt kann auch bei diesem Wetter, was ja mit Winter nichts zu tun hat, hier gefahren werden. Gibt es auch einen Winterdienst, Herr Karl, hier? Das ist jetzt alles schon an den Fachbereich Stadtgrün übergegangen. Von daher denke ich mal, ist es in besten Händen und also es ist jetzt wirklich auch vom TÜV abgenommen, muss ja heutzutage auch alles sein. Also alle Vorarbeiten sind getätigt worden und ja, ich denke mal für die Presse können die Jungs hier gleich mal eine Runde fahren. Das ist schon spektakulär. Skater haben wir leider keine gewinnen können. Ist ein bisschen frühe Tagszeit. Die sind wahrscheinlich noch nicht alle. Aber noch zu kommen, Schule. Vielleicht kommen gleich noch ein paar Schule und arbeiten. Aber die werden wahrscheinlich so ab heute Abend dann hier rumfahren. Den Basketball haben wir noch. Ja, und Fußball, also die Anlage ist natürlich nicht dominiert. Aber spannend ist natürlich besonders dieser Skatebereich. Aber Ursprung der Planung war eigentlich dieses sogenannte Omni-Stadion, eine multifunktional nutzbare und robuste Sportanlage, extra bewusst und auch extra so mit den hohen Zäunen, damit die Sporttreibende sich hier nicht in die Quere kommen und der Ball auch nicht alle nass auf die Straße fliegt. Da kann also Fußball drin gespielt werden, Basketball, ich denke mal, das passt alles ganz gut zusammen. Und ja, wir freuen uns, dass wir es jetzt freigeben können und dass demnächst hoffentlich viel Betrieb ist. Das Flutlicht, funktioniert das bei Bewegungsmelder oder mit Anschalter? Das Flutlicht oder? Ist ganz normal, wie die abendliche Beleuchtung der Straße auch angeschaltet. Das heißt, es ist dann Tag und Nacht, also nachts im Ganze von abends 6 bis morgen? Wir werden das jetzt mal so ausprobieren, wenn das nicht funktioniert, kann man da immer noch schalten zwischen.